So, jetzt haben wir nochmal ein Interview. Und zwar habe ich den Bernd bei mir, der für Querdenken Landshut, ist richtig, ne? Genau, auch aktiv ist. Und ja, wie hat dir die Veranstaltung hier heute gefallen? Es war ja auch die erste Veranstaltung in Freising. Ne? In Freising die erste Veranstaltung. Ja. Wir sind ja mit dem Infotruck schon eine Weile unterwegs. Also vor 2 Wochen begann das in Altötting und wir sind auf 3, manchmal auch 4 Veranstaltungen in der Woche mit dem Infotruck. Ja. Und ja, in der Spitze waren wir 240 Teilnehmer hier. Jetzt ist es natürlich etwas kälter geworden und die Teilnehmerzahl wird etwas geringer, aber bis jetzt perfekt. Die Gegendemonstranten haben auch schon Feierabend. Ja, ja. Genau, ja. Die halten in aller Regel nie lange durch. Ja, das stimmt, ja. Aber es soll ja auch eine Kooperation, es gibt ja schon eine Kooperation zwischen Landshut und Freising. Ja, ja. Und ich denke mal, das ist ja auch wichtig, dass man sich da auch untereinander vernetzt. Ja, generell, die Querdenken-Organisationen führen sehr intensive Gespräche miteinander. Wir unterstützen uns auch gegenseitig, also nicht nur mit Equipment, auch mit Know-how. Ja. Und unser gemeinsames Ziel ist es, so viel wie möglich Menschen zu erreichen, auf die Straße zu bringen und am Ende für unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung einzustellen. Und in Freising, habe ich gehört, soll wahrscheinlich dieses Jahr keine Veranstaltung mehr sein, oder? Ja, unwahrscheinlich, aber in Landshut vielleicht schon, oder? Ja, ich kann es eigentlich schon fast ankündigen. Es wird der Samstag vor dem letzten Advent sein. Landshut, okay. Eine größere Demonstration. Ich melde 800 Personen an. Da denke ich mal, dass wir noch kurz vor dem 4. Advent etliche Menschen mobilisieren können. Ja, also liebe Leute, wenn ihr das hört, am 19. wird das wahrscheinlich sein, 18. oder 19. Alle nach Landshut kommen. Und ja, da wird es eine größere Veranstaltung sein. Ansonsten, denke ich mal, ist ja auch in Berlin wieder was geplant, auch auf Leipzig. Ich glaube, da seid ihr auch immer. Ne? Das sind wir auch immer, ja. Genau. Und Berlin natürlich die große Silvesterparty. Das genau. Ist nach wie vor. Ja, da werden wir auch da sein, da werden wir auch groß filmen, denke ja. Ich mal. Ja. Am 19. glaube ich, sind wir jetzt in Leipzig, weil das ist auch eine Veranstaltung. Genau. Aber ja, man kann nicht überall sein, aber es ist ja wichtig, dass auch gerade in kleineren Städten oder mittelgroßen Städten einfach auch ja, Bewegungen entstehen. Ja, das ist auch ein Ziel und auch eine Strategie von Querdenken. Also nicht nur zu den Großdemos aufzurufen, die Leute dorthin zu mobilisieren, sondern auch im Hinterland, also wie bei uns im bayerischen Hinterland, möglichst viele mitzunehmen, viele zu begeistern und dann auch lokal, regional den Druck von der Straße her zu erhöhen. Ja. Ja, also so muss es im Prinzip auch sein. Und ich glaube, das ist ja auch das, was Querdenken jetzt zuletzt auch gesagt hat, dass man ein bisschen weg will von den großen Veranstaltungen mit den großen Bühnen. Das war ja auch sinnvoll, um die Leute überhaupt mal zu sensibilisieren. Aber mittlerweile, denke ich mal, sind wir vielleicht auch schon einen Schritt weiter, dass es auch Sinn macht, mit kleineren Veranstaltungen eigentlich überall präsent zu sein. Ja, vor allen Dingen das Format, das wir jetzt aufgezogen haben, ist der Bürgerdialog. Die Politik verwehrt sich ja schon seit Monaten, kann man sagen, in einen Diskurs zu treten. Und die Menschen haben Redebedarf. Ja. Und das sieht man auch immer beim offenen Mikrofon, was wir anbieten. Die Menschen kommen, ja, und teilweise sprengt es auch unseren zeitlichen Rahmen. Die haben so viel auf dem Herzen und wollen sich mitteilen. Und das ist nun, denke ich mal, auch die Power von diesem Infotruck, das offene Mikrofon und der Bürgerdialog. Ja, also es ist ja auch so, dass also neben den Veranstaltungen mit Bodo Schäfmann und Samuel Eckert, auch, ich glaube, das ist sogar auch eine Querdenkerin, die Eva und die Miriam, glaube ich, auch so Veranstaltungen machen. Genau, ja, genau. Ja. Also, ich denke mal, das geht auch in die richtige Richtung, weil die ja auch gerade gesagt hat, dass sie auch in den kleinen oder mittleren Städten was machen. Ja. Bodo Schiffmann und Samuel Eckerts Tour war für uns auch Inspiration, das aufzuziehen. Also wir haben vor 3 Wochen diesen LKW gekauft, kurz auf- und umgerüstet und seitdem sind wir on Tour. Ja, ja, dann vielen Dank. Gerne. Ja. Und man sieht sich ja sowieso, denke ich mal, auf irgendwelchen Veranstaltungen. Ja, ich freue mich, wenn ihr nach Landshut kommt. Ja, machen wir gerne. Wie gesagt, am 28. werden wir wahrscheinlich, am 18. werden wir wahrscheinlich in Leipzig sein, aber es wird schon wieder mal klappen. Es ist ja auch eher ein Marathon. Es wird ein Marathon und vielleicht könnt ihr noch mal einen Aufruf starten an alle in eurem Kanal. Kommt nach Landshut, kommt ja. Zu unserer Infotour. Wir haben eine Website www.querdenken-871.de. Dort sind alle Termine von unserer Infotour auch drauf. Genau, also das, dem kann ich mich nur anschließen. Einfach sowieso immer mal so gucken, was in der Nähe so stattfindet. Und genau, also vielen Dank nochmal und gerne. Mal schauen, was die Veranstaltung noch bringt. Aber die ist ja jetzt auch gleichzeitig. Ja. Danke, dass ihr da hilft uns auch, mehr Reichweite zu bekommen. Vielen Dank. Ja, danke.